Bude zusammen. Was ist das so schön, dass wir wieder hier sind? Grüße aus dem Studio 11. Hier ist der Bruchwegbericht vor dem Spiel bei der Spielvereinigung Greuther Fürth, also quasi zum Abschluss der englischen Woche, ja, die bislang eher so mittelgut war, wenn wir mal ehrlich sind. Zuerst geile 3 Punkte und dann einfach holter die Polter raus aus dem Pokal. Und noch gegen einen denselben Gegner, ich gehe nicht mehr auf. Das tut schon richtig weh, mir persönlich auch. Und ich hoffe, dass jedem das bewusst ist, jeder selbstkritisch mit sich umgeht. Es war eine Riesenchance und ja, wir hätten sie schon nützen können. Die Möglichkeit war da und ich hoffe, dass wir daraus lernen und uns auch weiterentwickeln. Weil das ist der Punkt bei jedem Einzelnen, dass wir Schritte nach vorne machen. Jetzt also Fürth. Die sind zwar aktuell Tabellenletzter, haben aber auch seit 3 Spielen nicht mehr verloren. Und wir haben auch noch einen sehr prominenten Gelbgesperrten zu verkraften. Unseren Cheftrainer Bo Svensson nämlich höchstpersönlich. Der hat aber in seinen Stellvertreter, Co-Trainer Babak K. Hanfa, vollstes Vertrauen. Männerfreundschaft. Ganz genau, das ist das Wort, was da. Ja, es ist eine Männerfreundschaft. Ich kenne den Babak schon lange und wir kommen sehr gut klar miteinander. Und ich habe volles Vertrauen, dass er auch diese Aufgabe meistern wird. Was gebe ich ihm mit auf dem Weg? Nicht so viel. Ich glaube, das ist auch nicht Babaks erste Bundesligaspiel, ist halt sein erster als Verantwortliche, Hauptverantwortliche an der Linie. Ich habe, wie gesagt, Vertrauen, dass er die Aufgabe auch meistern wird. Das ist sowieso klar, dass Co-Trainer am liebsten ein anderes Verhältnis haben soll zu den Spielern als der Cheftrainer. So war es auch zu meiner aktiven Zeit. So ist es auch jetzt. Und konkret angesprochen hat der Babak einen guten Draht zu den Jungs. Und ich glaube auch, dass die bereit sind, für ihn halt durch Feuer morgen zu gehen. Ja, und ich glaube, beim SV Gonsenheim haben sie auch schon ein Fass aufgemacht. Da hat der Babak ja einst mal als A-Jugendtrainer angefangen. Das ist jetzt mehr als 11 Jahre her. Und noch ein bisschen älter ist der Fürth-Fluch. Starke Überleitung von mir übrigens. Zu Zweitliga-Zeiten nämlich, den Fluch gab es tatsächlich, haben wir gegen keinen so oft verloren wie gegen die Kleeblätter. 11 Mal nämlich in 18 Spielen. Also schnell zurück ins Hier und Jetzt. Da sieht es besser aus. 2 der 3 Bundesliga-Duelle. Die haben wir gewonnen. Und zwar ziemlich deutlich mit 3:0 inklusive Hinspiel nämlich. Das hat allerdings für die Aufgabe am Samstag relativ wenig Auswirkungen. Das wird ein schwieriges Spiel für uns, weil Fürth, die glauben an ihre Chancen. Die kämpfen auch um jeden Punkt. Wir wollen so viele Punkte noch wie möglich holen, sich ein gutes Gefühl holen, überhaupt zu Hause gegen uns. Wir spielen auch auf jeden Fall körperbetont, versuchen alles reinzuwerfen, dass sie die Punkte bei sich lassen. Wir müssen voll dagegen halten, wir müssen von der ersten Sekunde an die Zweikämpfe bestreiten. Wir müssen spielerisch feinere Klinge führen. Alles Sachen, die wir eigentlich drauf haben. Es geht einfach darum, dass wir das abrufen. Dann versuchen, in solche Muster halt auch nicht mehr reinzufallen, dass man eine Halbzeit gut spielt, dann rauskommt. Das muss man abstellen, dass man auch wieder Bundesligaspiele halt richtig gut bestreitet, gewinnt. Dass Bo nicht dabei ist, ist natürlich schade, aber ich habe da vollstes Vertrauen in den ganzen Staff. Und der Staff hat ja sowieso immer die gleiche Idee im Kopf. Und ich glaube, da spielt es jetzt weniger eine Rolle, wer dann an der Seitenlinie steht und das uns Spiel dann übermittelt. Anstoß ist um 15.30 Uhr und dann kommt die Frage, wann fängt dann 05 FM nochmal an, live zu übertragen? Richtig, immer eine halbe Stunde vorher. Freue ich mich, dass wir uns um 15 Uhr am Samstag wieder hören. Bis zum bitteren Ende übrigens. Das komplette Spiel, aber für den Gegner mit dem bitteren Ende. Also macht's gut, bis Samstag. Ich freue mich schon. Tschö, bitte.